Letzte Vorbereitungen für das Vemio-Radteam bei den 16. Vattenfall Cycle Classics 2011 in Hamburg. Die Ökostromradler wollten Werbung für sauberen Strom machen. Die Hingucker auf den Helmen und der freche Trikotaufdruck des Teamsponsoren Vemio sorgten für Aufmerksamkeit. Schon während die 11 Radsportamateure aus Mecklenburg-Vorpommern zum Teamfoto anrollten, war ihnen Aufmerksamkeit gewiss. Nach wenigen Augenblicken wurden Fotografen auf das ungewöhnliche Team aufmerksam. Auch Zuschauer an der Strecke begrüßten die Aktion des Ökostromversorgers. Kernkraft ist überholt. Tja, ja, irgendwie schon, ne? Kernkraft ist überholt, super Sache. Kernkraft ist ein Auslaufmodell, Kernkraft ist eine Dinosaurier-Technologie, viel zu gefährlich und die gehört abgeschaltet. Nee, aber schon halt irgendwie überholt, weil eigentlich ja momentan der Trend sowieso eher so in diesen erneuerbaren Energien und so weiter ist. Und es ist einfach sicherer, wenn man so nach China und so weiter, nach Japan schaut, das ist schon auf jeden Fall dann besser. Ja. Also es muss definitiv mehr investiert werden in die regenerativen Energien. Das ist auf jeden Fall die Zukunft, wie sollte sie auch sein. Was wollen wir denn machen? Für das Jedermann-Radrennen hatten sich über 22.000 Amateurfahrer angemeldet. Entsprechend lang war das Starterfeld. Dennoch fielen die beiden Vemio-Teams auf ihrer 100-Kilometer-Strecke überall auf. Auch andere Fahrer hätten die auffälligen Trikots fast übergestreift. Wenn's passt, ja klar. Also heute jetzt vielleicht nicht gerade, dass ich noch umziehen würde, aber grundsätzlich schon. Aber grundsätzlich wäre er ein bisschen früher gekommen, wäre er bestimmt mitgefahren. Gegen 9 Uhr, die Startblöcke mit den Ökostrom-Teams setzten sich in Bewegung. Schnell waren die Vemio-Fahrer an der Spitze des Felds, eine gute Ausgangsbasis beim fliegenden Start. Die Männer mit den Windrädern folgten kurz danach. Die ausgelassene Stimmung hielt auch an, bis nach 2 Stunden und 20 Minuten die ersten 100-Kilometer-Fahrer ins Ziel kamen. Und hier gab es dann die große Überraschung für die Ökostromradler. Das Team Die Anpacker, gestartet mit den Windmühlen, konnte sich einen Platz in den Top 10 sichern. Mit einer Zeit von 9 Stunden und 55 Minuten erkämpften sich die 5 Mecklenburger den 6. Platz in der Teamwertung. Zufrieden auch das zweite Team auf Platz 35 von 481. Im Großen und Ganzen ist es recht gut gelaufen. Wir sind gleich vorne mit rausgefahren, haben uns dann an einer größeren Gruppe angeschlossen, wo wir richtig mit Speed machen konnten und sind richtig gut durchgekommen. Die Anti-Kernkraft-Trikots kamen auch bei den Fahrern gut an. So vor und nach dem Rennen doch, so hört man so den Spruch raus, coole T-Shirts und so, also das ist schon, naja, wir sind aufgefallen, auf jeden Fall. Im kommenden Jahr wollen sich die Vemio-Radler weiter verbessern und mit Platz 1 beweisen, dass Kernkraft überholt ist.